Hallo und willkommen zum Second Playthrough von The Crooked Man, also zum Ende von dem Second Playthrough. Das habe ich alles nicht aufgenommen, das habe ich privat gespielt, schnell, also offscreen, sage ich mal. Das Spiel war genau das gleiche, wie man es auch lesen konnte, bevor man den Second Playthrough gestartet hat. Also alle Rätsel waren gleich, der ganze Verlauf der Geschichte, alle Dialoge, alle Kämpfe. Bis hierhin und ja, der Second Playthrough unterscheidet sich jetzt einfach nur durch das Ende jetzt quasi. Also das war jetzt der finale Kampf gegen den Crooked Man und ja, wenn wir jetzt auf den Dachboden gehen, dann sollen wir quasi ein anderes Ende erhalten. Und das machen wir doch jetzt auch mal gleich. Jetzt bin ich mal schon mal gespannt, was da kommt. Es war ein bisschen, ja, was heißt nervig? Es ging ganz schnell, wenn man die Dialoge einfach wegklickt, dann geht es. Und mir ist dieses Mal auch überraschenderweise der zweite Kampf sehr, sehr schnell gelungen und der letzte Kampf jetzt auch. Wenn man weiß, wie es geht, dann ja, ist genauso wie mit den Rätseln. Einfach schnell gemacht und dann hat man es eigentlich schon geschafft. Und deswegen sind wir jetzt hier und gucken mal, was sich da oben auf dem Dachboden befindet, was da so anders ist. Dann öffnen wir mal die Tür. Bin schon gespannt. Oh. Okay. Letztes Mal hing der ja da. Tot. Was? Was tust du da drüben? Kannst du das nicht sehen oder sagen? Ich sag auf Wiedersehen zu diesem miserablen Leben. Mein Leben war nur leer. Also beende ich es ja, mit meiner eigenen Hand. Kannst du so etwas wirklich sagen? Denkst du wirklich, dass dein Leben leer war? Nun, es muss ein paar gute Dinge gegeben haben. Das musste einfach so sein. Aber wenn es so viel Schmerz und Trauer gibt, die lässt dich dann, also ja, es gibt so viel Schmerz und Trauer, die dich dann alles, was irgendwie gut war, vergessen lassen. Also habe ich keine andere Wahl. Geht es dir nicht genauso? Es ist wahr. Ich dachte genau, ja, auf die gleiche Art und Weise bis vor kurzem. Ja, seit ich versucht habe oder ach so, ist hier ein Aufhalten? Okay, seit ihr inhaftiert war? Ich weiß jetzt nicht, detained? Ja, okay, ja, seid ihr dafür festgehalten oder inhaftiert war auch sogar dafür, dass ich meine, dass dafür, dass ich versucht habe, meine Mutter umzubringen. Aber jetzt ist es anders? Ja. Wieso sagst du das? Weil ich jemanden getroffen habe. Es war hart, alles alleine durchstehen und allein ertragen zu müssen. Ich wollte jemanden, der es versteht, der mit mir sympathisiert. Mein bester Freund hat sich um mich Sorgen gemacht, sicher. Aber ich fühlte mich, als würde er einfach nur Dinge sagen, aber er, ja, aber dass er mich nicht wirklich verstehen konnte. Ich wollte es einfach nur beenden, das alles. Ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken, aber es kam immer wieder zurück. Es verfolgte mich überall hin. Er hat sehr gelitten, so wie ich es habe. Er war, oh Gott, was heißt denn Reject? Kurz nachgucken. Tut mir leid. Er wurde abgelehnt, seine Träume, ja, wurden zerstört. Und dann seine Familie. Während ich versucht habe, so, Console, was heißt, jetzt muss ich kurz nachgucken, was das heißt.
Tut mir leid. Tut mir leid, nicht die Konsole. Ja, während ich versucht habe, ihn zu trösten, kann das sein? Okay, gut. Entschuldigung, mein Englisch ist immer noch nicht das Beste. Während ich versucht habe, ihn zu trösten, habe ich realisiert, die Dinge, die ich zu ihm sagte, waren das, was ich von jemand anderem hören wollte, quasi. Während ich versucht habe, ihn zu retten, habe ich mich selbst ebenfalls gerettet. Und das ist nicht alles. Vielleicht, vielleicht verachtet er mich, oder vielleicht hat er mich verachtet, aber zur gleichen Zeit hat er versucht zu helfen. Also so war ich in der Lage, oder so war es mir möglich, ist, so weit zu schaffen. Und was mich gejagt hat, ist nun fort. Geh. Hey, ich... Du irrst dich. Das... das hier ist nicht aus Verzweiflung. Nur... ich wollte, dass du noch nicht hier bist jetzt, also sollst erst später kommen. Ich habe nicht gedacht, dass du kommen solltest, also... Gibt es nicht Leute, die auf dich warten? Du solltest einfach gehen. Das ist wahr, nun... Danke, dass du gekommen bist. Für mich. Das ist genug. Ich wünschte, ich hätte dich früher kennengelernt. Auf Wiedersehen, Duke. Okay. Ja. Ich glaube mal. Okay, das war jetzt dieser Duke, der in dem Haus gelebt hat. Der Duke McGallaghan oder Gallaghan oder ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ich denke jetzt nicht, dass er wirklich da war gerade eben. Also, da hat man jetzt nur noch so einen Schatten gesehen. Ich glaube, er war schon lang tot und es war jetzt irgendwie wirklich so eine Geisterscheinung. Aber das ganze Gespräch hat jetzt irgendwie nochmal diese Interpretation, die man in das Spiel legen kann, nochmal so ein bisschen so aufgelegt, als David erzählt hat, diese Depression quasi, diese Probleme, die er hatte, die haben ihn immer verfolgt. Und das ist ja eigentlich, könnte man das ja mit dem Croupman assoziieren quasi, dass, ja, dass es ihn immer verfolgt, egal wo er hingeht und auch wenn er nicht versucht dran zu denken. Und das ist ja mit Depressionen, also gut, ich hatte zum Glück nie Depressionen. Ich hoffe auch nicht, dass das passiert. Das wünsche ich auch keinem. Aber Leute, die Depressionen haben, das ist ja dann dieses... Das verfolgt die ja auch immer. Und wenn sie sich versuchen abzulenken oder so, dann kommt sie immer wieder. Also das ist sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Und ich glaube echt, dass dieser Crooked Man so diese Probleme und ja, Verzweiflungen, wie gesagt, die ein Mensch so haben kann... Und dann halt, wie gesagt, Depressionen auch ausarten können, dass der Croupman das halt symbolisiert. Es verfolgt einen immer und will einen quasi so mit sich ziehen und ja, schafft es eigentlich auch sehr oft leider. Zum Beispiel auch das, was dann gesagt wurde jetzt hier gerade, mein Freund ist zwar für mich da und er sagt zwar so Sachen, aber ich habe das Gefühl, er versteht es nicht richtig. Und ich denke mal, jemand, der selbst keine Depressionen hat, der selbst nicht die gleichen Probleme hat, der kann das auch nicht nachvollziehen, was eine, ja, ein Mensch, der unter Depression leidet, quasi durchlebt. Und einfach zu sagen, wird schon klar, okay, man kann natürlich auch sagen, ist mir wurscht, aber auch wenn man so meint, das ist natürlich einfach dieses, ich will jemanden, der mich versteht. Und dadurch, dass wir halt eben diese Leute getroffen haben, wie Sissy, Dee und Fluffy, ich glaube ja auch nicht, dass die real waren, sondern ich denke einfach, dass das auch so Geister waren, wie vielleicht der Paul gemeint hat, auch so Bewusstsein,
also bewusst, diese Unterbewusstseins, ich weiß nicht, was die Mehrzahl davon ist, aber ja, diese Bewusstsein von den Leuten, das an diese Orte vielleicht gebunden ist. Vielleicht Leute, die es ja wirklich gab, aber halt, die halt so gerade nicht da waren, aber irgendwie so erschienen sind in Form von Geistern oder so. Und quasi das, was wir mit David dann immer gesagt haben, es gab ja dann immer ein gutes Ende und ein schlechtes Ende, also bei den ersten beiden zumindest, das, was wir dann gesagt haben, was zum schlechten Ende führte, das war dann quasi so das Falsche. Und das, was wir dann gesagt haben, was zum Weiterspielen geführt haben, war so das, wie gesagt, was David hören wollte und dem, was er den Leuten dann gesagt hat, dann war das so, ja, da hat er sich selbst quasi so ein bisschen aufgebaut. Also so interpretiere ich das Spiel zumindest. Es kann ja sein, dass man das anders interpretieren kann, kann man bestimmt. Also mich würde es ja interessieren, wie andere Leute das interpretieren und was sich die Autorin dabei gedacht hat. Also Uri, ja, da kann man natürlich drüber spekulieren. Das ist natürlich, ja, sehr, sehr interessant. Aber ich denke mal, ich mag solche Spiele ja, wo sehr viel Interpretationsraum da ist. Also ich bin ja ein sehr großer Freund von den solchen Spielen. So, ja, ich habe gelesen, dass das Ende ganz genau gleich sein soll. Hier jetzt, also das Ende jetzt dann wieder, ist quasi wirklich das Einzige, was ich jetzt von dem, ja, von dem ganzen, vom ersten Playthrough quasi unterschieden hat, war jetzt quasi der Dialog, weil im normalen Spiel sind wir ja hochgekommen und dann hing da der Duke erhangen und David hat quasi so mit sich selbst geredet und so philosophiert, na, bist du jetzt zufrieden oder ich hoffe, du kannst ruhen und so. Und hier haben wir jetzt halt quasi mit seinem Geist irgendwie geredet oder so quasi. Ich glaube echt nicht, dass der jetzt gerade wirklich da war. Dafür sah das ja alles zu komisch aus. Und warum sollte David dann einfach so gehen? Er hat ja dann anscheinend auch schon gewusst, okay, weil wir gehen einfach aus dem Raum, wenn man sieht, da will sich jemand erhängen. Ja. Deswegen glaube ich, der war nicht echt. Aber ich glaube, also ich denke, das war jetzt wirklich das Einzige, was sich jetzt unterschieden hat. Das Ende würde jetzt genau das Gleiche sein. Ich habe es zumindest gelesen. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf. Das halt, aber was soll sich da groß verändern? Die Mutter ist ja gestorben und ja, David kam ja dann mit Shirley wieder irgendwie so zusammen. Sie haben sich versöhnt und dann war eigentlich so alles wieder so ein bisschen in Ordnung. Sein Leben ging ja dann wieder aufwärts und ich glaube jetzt nicht, dass das hier anders sein wird. Also wird genau das gleiche Ende so gesehen sein. Es war halt jetzt, wie gesagt, dieser Unterschied. Deswegen skippen wir jetzt gleich zu den Credits. Weil da sollte dann auch noch irgendwas sein. Also ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe mich schon informiert drüber, ob denn irgendwie was anders ist. Nicht, dass ich das jetzt einfach so offline spiele auch. Also das Spiel habe ich im Internet geguckt und da haben sehr viele Leute gesagt, ja, einfach nur nach dem Bosskampf verändert sich was. Aber das Ende, das quasi nach diesem Watch-Ending kommt, das ist genau gleich. Also quasi dieser Dialog war als das Einzige, was anders war. Und ja, und nach dem Credit soll nochmal was anderes kommen. Ich weiß nicht, ich finde, ja, lohnt sich das jetzt, das zu spielen? Ich hatte da jetzt kein Problem mit, weil, wie gesagt, ich wusste ja, wie die Rätsel gehen, ich wusste, wie die Kämpfe gehen. Mein Gott, die Dialoge nerven ein bisschen, aber die kann man ja wegklicken. Für ein Let's Play wäre es jetzt blöd gewesen, nochmal das zu spielen, deswegen ja eben offscreen und jetzt nur so aufgenommen. Und ja, es war nochmal gut für eine gute Ergänzung für die Interpretation quasi zum Spiel, aber ich wäre auch, wenn ich jetzt den zweiten Durchgang nicht gespielt hätte, wäre ich auch mit dem Spiel so zufrieden gewesen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Okay, danke, dass du The Crooked Man ein zweites Mal durchgespielt hast und Gratulationen zum guten Ende. Als ein Bonus sind hier, ja, wurden hier Charakterprofile hinzugefügt. Sieh sie dir an, wenn du interessiert bist. Ja, das machen wir doch. Wenn wir da schon die Möglichkeit dazu haben, gucken wir uns doch mal die Charakterprofile an. David Hoover, 26 Jahre alter, ja, Büroangestellter, lebt mit seiner schwachen Mutter, freundlich und attached, ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Ja, freundlich und sehr schnell anhänglich, also knüpft sehr schnell Kontakte so quasi, also tut sich nicht schwer damit, Leute kennenzulernen und so.
Nicht immer zuverlässig, aber ja, er bringt seine Sachen schon zu Ende, sagt zumindest Paul. Seit der Mittelschule mit Paul befreundet, der kennt Marion durch Paul, hat Shirley vor 3 Jahren das erste Mal gedatet, war schon auch quasi die Vorbereitung für eine Hochzeit in Gange. Und nach dem Spiel haben sie, ja, waren sie wieder auf Dates, also haben sich wieder getroffen und so. Ach, das ist schön. Das ist schön. Also sowas halt einfach. Das ist. Ich denke mal, das Ende wird jetzt genau das gleiche gewesen sein. So. Shirley Weber. 25 Jahre alte Pharmazist, also Pharmadogie. Ich weiß nicht, wie der Beruf heißt. Davids Freundin mit starkem Willen. Was jetzt nicht so unbedingt zu Paul passt. Aber seit der Highschool ist sie Marions beste Freundin. Sie fragte sich, ob Pauls Nettigkeit in. Ich muss jetzt kurz. Ach so, sie fragte sich, ob Pauls Nettigkeit Unentschlossenheit war und ob er. Nee, und war. Ja, ängstlich, was passieren würde, wenn sie heiraten würden. Sie wollte, dass sie wieder zusammenkommen, aber hat es nicht gesagt. Ja, mit Paul hat sie sich nie wirklich verstanden. Okay, naja, muss sie ja nicht unbedingt. Paul Martin, 26 Jahre alter, ja, Handelsfirmenmanager. Pompös und, ja, wie übersetzt man forceful? Ich habe auch manchmal Probleme, das einfach ins Deutsche zu übersetzen. Ja, kräftig, stark, energisch mit allem. Seit der Mittelschule, ja, Davids bester Freund. Marion im College kennengelernt und nun sind sie verheiratet. Er hat einen sechsten Sinn. Obwohl er ja vielleicht ja nur hören oder also sehen oder nur hören kann die Geister. Ja, bester deutscher Satz. Nachdem David umgezogen ist, dachte er, Dinge wären halt jetzt so seltsam, aber er hat halt nichts gesagt. Okay. Er hat so einen Riecher für so Geistersachen. Marion Martin, 25 Jahre alte Hausfrau. Pauls Frau, 2 Monate schwanger. Auch so, okay, schön. Wurde mit David via Paul befreundet. Kennt Shirley von der Highschool. Nun sind sie, ja, nahe Freunde. Sie ist skeptisch, weil sie nicht an so, ja, weil Okkultismus gruselig ist. Glaubt sie nicht an Pauls sechsten Sinn. Da sie von David gehört, also von Shirley über David gehört hat, hat sie sich wirklich Sorgen um ihn gemacht. Okay, also jetzt eigentlich nur zusammengefasst, nochmal so ein bisschen Randinformationen. Ja, gut, okay, ja, ob es sich jetzt lohnt, dafür muss man sich nicht nochmal selbst spielen. Es war ganz nett. Wie gesagt, mir hat es jetzt nicht ausgemacht. Aber wie gesagt, für ein ganzes Let's Play wäre das jetzt nochmal blöd gewesen. Aber so kann man das jetzt zusammenschneiden und zeigen. Ich frage mich ja, wo geht's da jetzt hin? Oh Gott, nochmal ein Second Playthrough. Nein, das muss nicht sein. Also zweimal reißen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Also mir gefällt dieses Spiel sehr gut. Wirklich schön. Aber dreimal muss es jetzt nicht hintereinander sein. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass ich das jetzt, ja, dass es ein bisschen dauern kann, dass das kommt. Aber ich habe mir gesagt, komm, machst du schnell durch, habe ich nebenher immer so ein bisschen so das hier gemacht. Und das ist ja dann recht schnell gegangen, wenn man alles wegklickt und die Rätsel kennt. Ja, dann beende ich den Part hier vom Ende oder vom leicht veränderten Ende des Second Playthroughs von The Crooked Man. Ich danke mich für alle, die eingeschaltet haben und wir sehen uns dann auch schon bald im nächsten Let's Play zu The Sandman. Da habe ich auch schon viel aufgenommen, bin auch noch dabei. Ja. Da werden jetzt dann auch jeden
Tag wieder Folgen kommen und mal gucken, wie das so wird. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.